Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Michael Thugut ist einer der renommiertesten deutschen Vertriebsexperten. Und mit ihm sprechen wir über Umsatz und Gewinn von Unternehmen und Mitarbeitern als wichtigsten Baustein für Unternehmenserfolg. Herr Thugut, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Schön, dass Sie heute da sind. Sie sind Vertriebsexperte, Vertriebsprofi. Und da möchte ich ein bisschen mehr einsteigen, über Sie erfahren und wie Sie so erfolgreich geworden sind. Mit Mitte 20 haben Sie eine der größten Finanzvertriebe in Deutschland aufgebaut. Und in den letzten Jahren haben Sie sich einen Mitarbeiterstamm erarbeitet von mehr als 10.000 Mitarbeitern. Riesengroße Summe. Wie kommt man dazu? Das ist ganz einfach. Ich glaube, im Laufe der Jahre kommt dann erstmal die Erkenntnis, dass das Wichtigste, was man besitzt, das menschliche Kapital ist. Das heißt, die Menschen, mit denen man arbeitet. Das ist nicht wichtig, die Maschinen sind nicht wichtig, die Digitalisierung ist nicht wichtig, die Computer sind nicht wichtig. Selbstverständlich lebt man in einer Zeit der Weiterentwicklung, aber das Wichtigste sind die Menschen, weil die müssen es bedienen. Jetzt haben Sie gesagt, die Menschen sind das wichtigste Kapital, die Mitarbeiter. Mitarbeiter gewinnen ist wahrscheinlich schon gar nicht so einfach, aber wie hält man denn gute Mitarbeiter an seinen Unternehmen? Das ist einfach. Man muss Menschen wertschätzen, um wertschöpfen zu können. Und wenn man Menschen nicht wertschätzt, kann man auch nicht wertschöpfen. Aber lasst uns da noch mal ganz kurz einsteigen, weil im Moment ist ja jeder in dem Digitalisierungstrend und Computer und Maschinen und vergessen den Menschen. Wenn man in die Geschichte zurückgeht, wenn man zum Beispiel das erste war Marathon, die Schlacht bei Marathon, dann hat man Boten weggeschickt, mit einer Information zum anderen Menschen zu bringen. Da ist der die 40 Kilometer gelaufen. Und irgendwann hat man festgestellt, wenn man den auf ein Pferd setzt, geht schneller. Und dann hat man gesagt, mit einer Postkutsche kann man noch mehr Informationen transportieren. Und am Schluss Telegramm, dann kam Telefon, dann kam Fax, dann kommt Handy, dann kommt E-Mail. Aber im Endeffekt wird nur eine Information transportiert und nur schneller. Aber links und rechts sitzen Menschen. Also müssen wir uns auf die Menschen konzentrieren und nicht auf das, was es schneller macht. Jetzt haben Sie so viele Jahre Erfahrung mit Mitarbeitern. Ja. Hat sich denn bei den Bedürfnissen der Menschen, der Mitarbeiter etwas geändert? Also war früher die Mitarbeiter bestimmte Sachen wichtig und hat sich das heute geändert, vielleicht auch mit der neuen Generation? Ach, ich denke, es hat sich nicht viel geändert. Ich meine, klar wird sich immer wieder was ändern. Das Einzige, was sicher ist, ist die Veränderung. Und das ist ganz sicher. Das ist, Menschen möchten gefördert werden. Und man muss sich das eigentlich einfach so vorstellen, dass es wie ein Wollknäuel. Und in dem Wollknäuel ist ein Licht und das ist der Mensch. Und jetzt braucht es Menschen, die das Ganze entwickeln, damit das Licht in diesem Wollknäuel hell erstrahlt. Und ich denke, das ist das Wichtigste in der Mitarbeiterentwicklung. Sie haben mit Ihrem Unternehmen Umsätze von Milliardenhöhe, also sehr, sehr viel. Viele reden bei einem erfolgreichen Unternehmen von Umsatz, von Gewinn, von Zahlen. Wie wichtig ist es denn, ein Unternehmen an seinen Zahlen zu messen? Oder sagen Sie, na, so wichtig ist das gar nicht? Das kann man so nicht sagen. Selbstverständlich muss man Unternehmen an den Zahlen messen. Das ist wie ein Champions League-Endspiel. Am Schluss gewinnt der, der die meisten Tore geschossen hat. Irgendwo gibt es einen Wert, an dem wird es gemessen. Und bei Unternehmen ist es am Umsatz, Umsatzrendite. Aber ich denke, die menschlichen Werte müssen auch im Mittelpunkt stehen. Herr Thugut, nun spielt es ja auch eine große Rolle, bestimmte Mitarbeiter zu bekommen, die natürlich auch passend sind für meine Bereiche. Wie wählt man da am besten aus? Wie kommen beide Parteien zusammen? Also ich denke ganz einfach, gute Leute kriegt man nicht, die macht man sich. Mhm. Weil jeder Unternehmen hat einen eigenen Spirit und dazu muss man dann die guten Leute machen. Und dazu gibt es ein Auswahlverfahren. Das heißt, über all die Jahre haben wir uns natürlich auch Schemen zurechtgelegt, wo wir die ganzen Erfahrungen aus den Jahren hergenommen haben und haben uns überlegt, sag mal, wie können wir uns die ganze Arbeit leichter machen? Und da haben wir festgestellt, es gibt 4 Kategorien. Die erste Kategorie Mensch ist, keine Begeisterung, keine Kompetenz. Wenn man den einstellt, jetzt muss man sich erstmal die Frage stellen, warum hat er keine Begeisterung? Der kann sich mit dem Unternehmen nicht identifizieren, der kann sich mit der Produktpalette nicht identifizieren, der kann sich mit der Führung nicht identifizieren. Eigentlich fühlt er sich gar nicht wohl dort, aber er bleibt erstmal. Und weil er bleibt und ausgebildet und weitergebildet wird, haben sie jetzt Stufe 3 aus denen gemacht. Immer noch keine Begeisterung, aber hohe Kompetenz.
Und das ist geboren zur Palastrevolution. Warum? Der Unternehmer oder der Geschäftsführer oder der Vorstand geht jetzt her, gibt die neuen Umsatzziele her und sagt, wir müssen die Welt erobern. Und alle in dem Raum sind total begeistert. Dann verlässt der Vorstand oder der Geschäftsführer den Raum und dann steht er dort mit seiner Kompetenz, die er all die Jahre angeeignet hat und sagt, hey, wenn das so einfach wäre, wird es jeder machen. Das kann alles nicht funktionieren. Und die Neuen hören denen zu, weil er eine Kompetenz hat. Und jetzt muss man sich eins überlegen, jetzt haben wir ein Spannungsfeld in dem Unternehmen, weil es kann kein Momentum aufgebaut werden, weil keine Energie fließt. Weil die Neuen wissen jetzt nicht, was sie machen sollen. Mit dem Unternehmen mitgehen oder auf den seine Kompetenz hören. Und deswegen hätte man den gar nicht einstellen dürfen. Und wenn man den schon eingestellt hat und hat den heute, dann muss man sich, glaube ich, ein gutes Ausstellungsgespräch einfallen lassen. Und dann gibt es natürlich die zweite Kategorie, und da bin ich ein Fan davon, hohe Begeisterung, keine Ahnung. Die liebe ich, ich sage Ihnen auch warum, die sind total begeistert vom Unternehmen, von der Produktpalette, von der Führung. Und je länger die dabei sind, bekommen die Kompetenz. Und mit der Kompetenz, die die bekommen, sind die noch begeistert, weil die jetzt Ergebnisse haben, materielle Ergebnisse haben, erfolgreich werden. Dadurch steigt die Begeisterung höher und die Kompetenz höher. Und das sind die, die später zur Nummer 1 werden. Warum? Oder in dem Schema zu Nummer 4 werden. Warum? Das sind die echten Perlen, die Unternehmen weiterbringen. Eigentlich mit Geld nicht bezahlbar. Jetzt haben Sie zwei Punkte gesagt, die ich sehr spannend finde. Das eine ist Begeisterung und das andere ist Weiterbildung. Eine Grundbegeisterung muss ich sicherlich als Mitarbeiter mitbringen und die kann ich wahrscheinlich auch ganz gut verkaufen beim Vorstellungsgespräch. Aber wie kann ich denn als Unternehmen diese Begeisterung auch weiter fördern? Wie kann ich meinen Mitarbeiter begeistert halten? Wie kann ich ihn inspirieren? Aber das ist einfach, das ist, wie ich schon in dem Interview gesagt habe, Sie müssen das vorstellen wie ein Wollknäuel. Und in dem Wollknäuel ist unser Geschäftspartner. Und solange da außenrum Wolle ist, kann der sein ganzes Esprit gar nicht zur Entfaltung bringen. Und der Job der Führungskraft oder des Unternehmens oder jeder Ausbildungsakademie muss eigentlich sein, den zu entwickeln. Und in dem Moment, wo man den entwickelt, ist der Wollknäuel frei und sein ganzes Licht kommt zum Strahlen. Und jeder Mensch möchte eigentlich sich weiterentwickeln. Er möchte nächstes Jahr besser sein wie dieses Jahr. Er möchte in 5 Jahren besser sein wie nächstes Jahr. Diese Weiterentwicklung. Und das sind Unternehmen gefragt. Und ich sage Ihnen was, und da kämpfen wir eigentlich gegen menschliche Gewohnheiten, weil ich sage immer, das Einzige, was sicher ist, ist die Veränderung. Wenn mich heute jemand fragt, Herr Thurgut, was ist denn sicher? Sage ich immer, das Einzige, was sicher ist, dass nichts sicher ist. Und das ist ganz sicher. Weil nichts wird so bleiben, wie es ist. Und was hasst der Mensch am meisten? Veränderung. Eigentlich sabotiert er seinen eigenen Erfolg. Und dazu braucht man Führungskräfte, die die Weisheit haben, alles immer weiter im Positiven zu verändern. Und wenn wir jetzt noch mal ganz kurz auf die Weiterbildung zu sprechen kommen, wen sehen Sie da in der Pflicht? Muss ich als Mitarbeiter wirklich auch dranhängen und meinen Arbeitgeber sagen, Mensch, ich habe irgendwie Begeisterung für unser Service, für unser Produkt und möchte irgendwie mehr lernen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, mir fehlt da noch ein bisschen Fachwissen? Oder muss ich auf der anderen Seite als Unternehmen sagen, Mensch, das ist echt ein toller Mitarbeiter, der könnte eigentlich viel mehr? Oder ist es ein Zusammenspiel aus beiden? Also ich denke, Sie haben sich die Antwort schon selber gegeben, das ist wie ein- und ausatmen. Wenn ich ein- und ausatme, dann habe ich Leben. Wenn ich nur einatme, werde ich ersticken. Wenn ich nur ausatme, werde ich ersticken. Es muss die Harmonie zwischen Ein- und Ausatmen da sein. Sie brauchen Menschen, die wollen, und Sie brauchen Unternehmen, die den Menschen die Möglichkeit gibt. Nur so funktioniert das. Herr Thurgut, vielen Dank, dass Sie heute da waren. Es war ein Interview voller Energie und es hat mitgerissen und es hat sehr viel Spaß gemacht, sich mit Ihnen zu unterhalten. Dankeschön. Ganz meinerseits. Dankeschön.